Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserer Reihe Orgelspiel im Lockdown. Heute möchte ich mich mit dem Antwortpsalm beschäftigen und Ihnen einige Tipps und Anregungen geben, wie Sie ihn gestalten können, wenn keine Kantorin bzw. kein Kantor zur Verfügung steht. Das geschieht in der Art und Weise, wie beim Antwortgesang üblich, in der responsorialen Form, das heißt, auf den Kehrvers folgen zweimal zwei Verse, danach kommt der Kehrvers und so weiter. Sie haben also während der ersten zweimal zwei Verse Zeit, um mit Ihrem Orgelspiel den Psalmtext zu begleiten, zu untermauern oder auch nur eine Stimmung zu erzeugen. Wie sieht es nun praktisch aus? Nun, schauen Sie mir über die Schulter. Die Lektorin steht am Ambo, Sie intonieren den Kehrvers. Die Lektorin spricht den Text. Ich gehe meinen Weg vor Gott im Lande der Lebenden. Ich würde bevorzugen, die Orgel schweigen zu lassen, weil dieser kurze Text so prägnant ist. Danach spricht die Lektorin bzw. der Lektor den Text der ersten zwei Psalmzeilen. Und währenddessen können Sie, wenn Ihnen überhaupt nichts einfällt, die Psalmodie verwenden bzw. das Begleitmodell verwenden, das im Orgelbuch abgedruckt ist. Wir haben hier den sechsten Ton mit Rezitationston A. Unter der Nummer 629,4 steht der vierte Psalmton und an diesem Psalmton können Sie sich entsprechend orientieren. Sie haben hier als ersten Akkord auf dem Rezitationston ein F-Dur, dann als zweiten Akkord auf dem Herrn ein D-Moll. Nach dem Asteriskus haben Sie hier einen A-Moll Sechstakkord, der in einen D-Moll grundständig mündet, dann einen G-Moll Sechstakkord und jetzt können Sie wieder in den Ausgangsakkord hinein switchen. Und dieses Modell können Sie, wenn Ihnen, wie gesagt, absolut überhaupt nichts Improvisatorisches einfällt, dazu nutzen, um den Psalmtext zu begleiten. Was die Rhythmisierung hierbei angeht, sind Sie natürlich völlig frei. Ich würde Ihnen aber trotzdem empfehlen, sich der Sprechweise oder dem Sprechrhythmus oder dem Duktus der Lektorin oder des Lektors anzupassen. Auf Dauer ist es natürlich sehr ermüdend für den Zuhörer, wenn immer die gleichen Akkorde gespielt werden. Sie haben aber die Möglichkeit, diese Akkorde etwas zu variieren, indem Sie zum Beispiel bei diesem F-Dur nicht alle Töne zur gleichen Zeit spielen, sondern meinetwegen mit dem oberen anfangen. Sondern die Töne nach und nach einsetzen zu lassen. Voll Vertrauen war ich, auch wenn ich sagte, kostbar ist in den Augen des Herrn das Sterben seiner Frommen. Dann haben Sie die Möglichkeit, den Akkord in einer anderen Lage zu spielen. Voll Vertrauen war ich, auch wenn ich sagte, ich bin so tief gebeugt. Kostbar ist in den Augen des Herrn das Sterben seiner Frommen. Ach Herr, bin ich doch dein Knecht. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, um gewisse Stimmungen zu erzeugen, die Akkorde anzureichern. Zum Beispiel dieser F-Dur-Akkord könnte mit einer Sechste angereichert werden, die dann zur Septime geht und wieder zurück zur Sechste und wieder zurück zur Quinte wandert. Allein dadurch haben Sie schon eine bestimmte Stimmung erzeugt. Eine weitere einfache Möglichkeit bietet sich in der Ausschmückung der obersten Akkordtöne an. Sie können den Akkordton aushalten und stufenartig nach unten wandern,
und gleich in den nächsten Akkord gehen. Wie sieht das praktisch aus? Also Sie halten das A an, fügen das G dazu, gehen zum F, gehen zum E und spielen den nächsten Akkord auf Herren. Dann können Sie den nächsten Akkord nehmen und von dem F genau das gleiche Prinzip anwenden und wandern jetzt in den G-Moll-Sechster-Akkord und gehen wieder zum Anfang zurück. Und so könnte das in der Praxis aussehen. Ich gehe meinen Weg vor Gott im Lande der Lebenden. Voll Vertrauen war ich, auch wenn ich sagte, ich bin so tief gebeugt. Kostbar ist in den Augen des Herrn das Sterben seiner Frommen. Ich gehe meinen Weg vor Gott im Lande der Lebenden. Ach Herr, ich bin doch dein Knecht. Dein Knecht bin ich, der Sohn deiner Magd. Du hast meine Fesseln gelöst. Ich will dir ein Opfer des Dankes bringen und anrufen den Namen des Herrn. Ich gehe meinen Weg vor Gott im Lande der Lebenden. Dem Herrn meine Gelübde erfüllen, offen vor seinem ganzen Volk, in den Vorhöfen am Hause des Herrn, in deiner Mitte, Jerusalem. Ich gehe meinen Weg vor Gott, im Lande der Lebenden. Nun wünsche ich Ihnen viel Freude beim Experimentieren und überraschen Sie Ihre Gottesdienstbesucher. Und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.